Just bounce. Hallo und herzlich willkommen bei LA Bosters. Ich bin's, Deino. Und wir machen unsere vierte Challenge wieder mal bei Pete. Weil wir machen ja nichts mehr zusammen. Und außerdem finde ich das irgendwo cool, weil da sieht man mal, dass wir wirklich ein Team sind und das ganze Projekt zusammen starten. Und da finde ich das mal geil, dass man auch solche Projekte zusammen machen kann, ja. Ja. Also ich finde es auch toll, dass wir uns dann immer so treffen und jetzt hier das so machen. Wie schon gesagt, schreibt bitte in diesem Video jetzt erstmal, was wir machen. Wir machen die Challenges von Leon. Ninja-Modus hat er bei Facebook geschrieben. 20 bis 25 Kills, nur mit Schalldämpfer. Probieren wir. Das jetzt die Runde nehmen wir jetzt. Wenn ich es nicht schaffe, ist egal. Dann hat Pete sich eine Überraschung einfallen lassen, also eine Bestrafung, weil ich habe ja geschrieben oder gesagt unter letzten Video, dass wir eine Bestrafung machen. Und ihr habt keine Bestrafung drunter geschrieben. Ihr schreibt immer nur irgendwelche Challenges, aber keine Bestrafung. Und deswegen, wir nehmen die Challenge, weil es für mich plausibel klingt und weil, muss man auch mal sagen, ich kann ja nicht jedes neue Challenge nehmen. Andere wollen ja auch noch dran sein. Deswegen nehmen wir die von Leon, der hatte unseren ersten Video das auch geschrieben. Ihr seht jetzt AK-12 mit Schalldämpfer. 20 bis 25 Kills, ohne zu sterben, ne? So war die Challenge und wir spielen diese Map. Keine Ahnung, welche Map das ist. Tut mir leid, kann ich euch nicht beantworten. Und vor allem, warum ist denn die Hitbox jetzt orange? Das hatte ich. Ja, ist neu irgendwie. Ich denke mal, wahrscheinlich, wenn ich sterbe. So, wenn ich jetzt nicht viel quatsche, wie schon gesagt, es gibt eine Bestrafung nach dem Video jetzt, wenn ich es nicht schaffe. Und ich denke mal, dass ich es nicht schaffe. Scheiße. Positiv denken. Wie kann man hier stumm schalten? Boah, da haben wir das auch geschafft, ey. Wie viel? 3-0? Ich habe jetzt 3 Kills. Tja, scheiße. Mach mal voll die Aufregung, ey. So. Da hat er gedacht, er kann sich verstecken, der Kerl. Da hat er gedacht, er kann mich vielleicht noch snacken, Alter. Die Wurst, ey. Conchita, die Wurst, ey. Komm, Hattie. Hast verdient, wenn du dort oben stehst, du Lachnummer. Ja, hab ich gehört. Selber dran schuld, wenn man hier so laut rumstapselt. Ich muss dazu sagen, ich muss mich jetzt auch ein bisschen konzentrieren. Wir wollen ja die Challenge schaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, haben wir Pech gehabt. Aber ihr seht auf jeden Fall ein frei für alle Gameplay von mir. Oh. Jetzt ist es schon nicht mehr, also fast nicht mehr machbar. Aber wenn ich jetzt, dann. Zumindest 25 nicht. Zumindest 25 nicht mehr machbar. Oh Gott, oh Gott. Wieso nachladen? Ich habe doch noch 20 Kugeln drin gehabt. Na gut. Konzentrieren wir uns noch immer und wenn es nicht wird, na, dann haben wir Pech gehabt. Wie gesagt, eigentlich hatte ich immer gesagt, ich habe 5 Tage Zeit, um die Challenge zu schaffen. Aber naja, ist jetzt hinfällig. Ich habe auch gerade eben wie so eine Arschkrücke. Ey. Alter, Mann. Fast
komm, Alter, ey. Schleich noch. So, Alter, ohne Witz. Das Enno macht nochmal hin, Alter, dass sich hier überhaupt was reißt noch. Nee, nee, ich wollte schon den so Leica Obernigi in den Kopf schießen, weil war schon ganz schön frech von denen. Auf jeden Fall, aber wenigstens, wenn wir es nicht schaffen, dann wenigstens noch mit dem Win, oder? Boah, Alter, ganz ehrlich, ey. Deswegen spiele ich diese Scheißspiele, Alter, also das Spiel nicht. Sie sitzen einfach nur in den Ecken, Mann, du Missgeburt, Alter! Und dann freut man sich noch, ey! Hier, komm, Alter, du Stück Brot, ey! Kuchen, ey. Feindliches Abkommen gesichtet. Plünderer. Ganz ehrlich, Alter. Da, ich bin jetzt gerade ein bisschen angepisst. Das kann man sich vielleicht sogar vorstellen, ne? Ey, da kommt jedes Mal so ein Schnitzel. Also jetzt ist es nicht mehr machbar. Wir haben die Challenge hiermit auch verloren oder nicht geschafft. Und würde ich sagen... Mal auf, oder? Ich hab versucht, mal irgendwo noch vielleicht was zu reißen. Außer du sagst jetzt, du willst jetzt nicht. Also ganz ehrlich. Tut mir leid, Jungs. Also die Challenge ist jetzt hiermit vorbei auch. Also die Challenge habe ich nicht bestanden. Es tut mir leid. Und... Pete wird jetzt... seine Bestrafung gerecht. Und ich muss sagen, lasst euch mal auch ein bisschen was anderes einfallen und nicht immer nur mach mal Kills da, mach mal Kills dort, mach mal Kills das. Es ist schön und gut, aber ich muss sagen, in CODs ist das so schwer unter Druck, während der Challenge das noch zu machen. Während du hier sitzt, dann jemand noch dabei ist, ist immer schwerer. Lasst euch auch einfach mal was Lustiges einfallen. Deswegen fand ich die letzte Challenge, war für mich persönlich auch die schönste Challenge. Spiel einfach ein Spiel. So, na gut, komm unter den besten drei, habe ich mir vorausgesetzt, dass es ein bisschen was ist, wo man sagen kann, okay, und nicht nur spielen. Aber schön langsam einstellen, wo ich mich vielleicht auch aufrege und nicht immer irgendwelche Dinger, wo ich sage, ey, mach mal hier nuklear. So oft kam das schon. Es ist schön, freut mich, dass ihr solche Challenge schreibt, aber bitte denkt euch doch mal mehr aus. Es gibt doch so viel. Black Ops 1 zum Beispiel, gebe ich euch ein Beispiel. Da hast du eine Kamera. Da kannst du eine Bitte-Lächeln-Kamera machen, zum Beispiel, oder Bitte-Lächeln-Challenge, wo du einfach eine Kamera vor jemanden aufstellst und den messen musst oder sowas. Es ist so ungefähr. Aber nicht immer nur das Gleiche, mach 10 Kills damit, mach 10 Kills da, mach das, mach das. Lasst euch was einfallen, ihr seid doch kreativ, wenn ihr unsere Videos guckt. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Pete muss jetzt... die Bestrafung machen und ich würde sagen, wir stoppen kurz. Oder du stopp. Lass laufen, okay. Ja, also Enno hat die Challenge leider nicht geschafft. Ja. Wir haben jetzt eine kleine Bestrafung, also wie ihr vielleicht denkt, es wird ein kleiner Egeltrink. Ich habe jetzt bloß das Glas. Da haben wir ein bisschen Apfelmus. Vielleicht schmeckt das Ding am Ende noch, Alter. Das wäre jetzt Apfelmus, ein rohes Ei, ein bisschen Mayo. Ketchup und schön Cappuccino, nein. Da war's mal das Ei. Ja, also, wie schon gesagt, es war heute sowieso ein Rage-Tag für mich, in den ganzen COD, was ich heute gespielt habe. Deswegen konnte ich das auch nicht schaffen.
Vielleicht hätte ich das einen anderen Tag mal geschafft, weißt du wie? Vielleicht wahrscheinlich eher wie heute. Hast du noch was zum Umrühren? Okay. Und. Ja, naja, scheiß drauf, ja, Jungs. Ja, ja, muss ich jetzt mich. Muss ich jetzt leider. Muss ich leider jetzt irgendein Gesäft trinken, ne? Ich werde morgen auf Scheiß ausgehen. Vielleicht sogar heute schon. Vielleicht werde ich nachher noch kotzen. Wenn ich hier hinkotze. Pech gehabt. Ach ja, Piet. Ich will mal noch ein bisschen von meinen Wassern verdünnen lassen. Sonst sieht das ja nicht ordentlich aus. Nicht so? Sieht doch gut aus. Was? Boah, Alter, das ist einfach ordentlich, Alter. Also ich krieg dir noch ein bisschen Wasser rein. Ey, warte, ich hab mein Wasser hier. Ja, das ist hygienischer, ha? Oh, mit Sprudel, Alter. Naja. Ja. Vielleicht schmeckt das Ding ja wirklich. Also, Jungs. Oh, shit, ey. Ich will erst mal kurz. Also mal, bis wir den Löffel tun. Oh. Ey Jungs, Alter, das ist. Boah. Boah. Was muss ich jetzt tun, ey? Also. Ich würde sagen, ja. Spuckschüsse. Gönnen wir uns einfach, hä? 3, 2, 1. 3, 2, 1, komm. Check es! Just bounce. Ex, Alter. Also, das sieht sogar aus, als hätte es geschmeckt. Ich würde sagen, Challenge fehlgeschlagen, aber. Bestrafung geschafft. Bestrafung geschafft. Also, Challenge war scheiße. Heute war mir nicht mein Tag beim Zocken, das habt ihr auch gesehen, glaube ich. Seid ihr was anderes gewöhnt? Ich habe meine Bestrafung angetreten. Soll ich ernsthaft sagen? So wie. Ihr könnt es ja mal nachmachen. Das. So wie es riecht, schmeckt es, Alter. Also riechen tut es ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist einfach widerlich gewesen. Also. Ich würde sagen, da ist Hundefutter ein Scheißdreck gegen. Also hat scheiße geschmeckt. Und mir kam fast das Kotzen. Vor allem, weil das so schleimig war. Und die Mayo und der Ketchup haben sich besser gemacht. Mir wird es heute Abend bestimmt nochmal in Bands rumgehen. Schätze ich mal. Und ja. Was soll ich sagen? Ciao.